Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Nicht wundern, ich gucke mir das Gameplay gerade, während ich es aufnehme, auf dem PC an. Also ich habe das Ganze jetzt auf eine ganz andere Art und Weise mal gemacht, weil ich das Video nicht rendern kann, weil es viel zu spät ist. Es ist nämlich jetzt schon 21.23 Uhr und das Video soll heute noch online, Leute. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, und zwar sind es zwei Gameplays, hier einmal auf Payload und einmal auf Icebreaker. Vom ersten Tag, die Gameplays sind nichts Besonderes, irgendwie TDM-Gameplays, die ganz gut anzuschauen sind, aber sind nichts Besonderes, wie gesagt. Ich habe mit dem Crash gespielt. Ich denke mal, der Crash ist aber nicht das, worum es gerade geht, sondern ich denke mal, das, was gerade hier so schön im Ironside ist, das ist heute so ein bisschen das Thema, und zwar die Titan, aka die natürlich, wie jetzt mittlerweile jeder Tryhard bemerkt haben sollte, stärkste Waffe im Public in Black Ops 4. So, warum mache ich jetzt ein Video darüber? Ihr habt in meinen ersten Gameplays, ich habe bis jetzt nur Games mit der Titan hochgeladen, habt ihr gemerkt, dass ich extra nicht die Waffe angesprochen habe. Nur im Stream habe ich sie angesprochen. Geiler Tod im Übrigen, das ist auch so ein BO4-Tod, naja. Auf jeden Fall, ich habe sehr, sehr viele Kommentare bekommen. Was heißt sehr viele? Es ist natürlich wieder nur ein Bruchteil, man darf es nicht falsch verstehen. Aber, ja, es ist wirklich wieder soweit, und dass es diesmal so schnell ging, hätte ich nicht gedacht. Mir wird jetzt schon wieder, und das ist wirklich eine Leistung, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, mir wird jetzt schon wieder nach 3 oder 4 Tagen vorgeworfen, ich habe Black Ops 4 zerstört. Das sind immer die Kommentare, die ich so feiere. Und ich kann es, ich kann es eigentlich nicht verstehen, aber ich erkläre euch jetzt mal so ein bisschen, also was heißt, ich erkläre euch. Also die meisten von euch feiern mich ja sowieso, und das ist auch alles, also die feiern mich auch, wenn ich die Titan spiele. Und es gibt natürlich 2% der Leute, die, weil sie den ganzen Tag von der Titan geholt werden in der Lobby, weil sie zu schlecht sind, jetzt Kommentare bei mir schreiben, ne? Ist ja nicht so, dass man sie selber spielen kann. Genau, und ich erkläre euch jetzt so ein bisschen mal, was meine Situation schon immer war auf YouTube und weswegen ich diese Kommentare mittlerweile nur noch lustig finde und sie mich halt auch nicht abfacken. Ich wollte das Video eigentlich eher machen, um mich ein bisschen über die Leute lustig zu machen, die sowas kommentieren. Ich bin erstens froh, dass die Hate-Kommentare jetzt wieder sind, du LMG-Noob oder du hast Black Ops 4 zerstört. Das sind viel angenehmere Hate-Kommentare als so ein bisschen irrelevantes Stück Scheiße. Finde ich zumindest, vom Gefühl. Auf jeden Fall, Leute, es geht um Folgendes. Ich spiele die Titan und jeder von euch kann die Titan auch benutzen. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel für alle anderen Waffen, weil die Titan ist in 2 Tagen eh tot. In 2 Tagen oder in 3 Tagen kommt eh der Nerf, also der Patch kommt sowieso. Es ist sowieso klar, es ist immer die erste Waffe, die gut ist, die erste Woche, und dann wird die gepatcht und danach ist die Dogshit, wie der gute Camo sagen würde. Naja, das heißt, letztendlich haben wir jetzt eh die letzten Tage mit dieser Waffe, damit wir eine andere Waffe bekommen. Das Lustige ist, einige Leute, wahrscheinlich auch genau die Leute, die kommentiert haben, ich bin jetzt irrelevant, wie gesagt, Leute, ich weiß, dass die meisten von euch wirklich cool sind, meine Supporter, und ich liebe diese Leute, und ich will nicht, dass ihr werdet hier nicht über einen Kamm geschoren. Es dient eher so ein bisschen der Unterhaltung. Ihr solltet euch auch ein bisschen über diese Art Kommentare lustig machen. Auf jeden Fall, genau die Leute, die das kommentiert haben, sind wahrscheinlich auch die Leute, die jetzt sich wieder über was anderes beschweren. Also man muss sich ja immer über irgendwas beschweren können. Übrigens, geiler Tod hier. Richtig nice, Mann. Richtig gut, Marcel. Das heißt, es ist halt nun mal so, die Leute beschweren sich halt immer über alles eigentlich so. Und jetzt ist es der Fall, dass ich das Spiel wieder zerstört habe nach ein paar Tagen. Und das sind aber auch die Leute, die das kommentiert haben, die sich den alten Marcel, das lese ich jetzt ganz oft, der alte Marcel ist wieder da. Und ich denke mir so, Digga, ich bin die ganze Zeit derselbe, ich habe noch ein anderes Spiel gespielt, aber okay. Auf jeden Fall, die den alten Marcel jetzt wieder zurückhaben. Aber dann beschweren sie sich. Und für was steht der Marcel Scorpion in COD? Das muss man sich mal überlegen. Für was steht er? Ich glaube, Marcel Scorpion steht für absolutes Tryharden. Immer mit der stärksten Waffe, mit dem stärksten Equipment, weil das ist das Tryhard-Movement, was schon die letzten Jahre läuft. So. Und es ist halt nun mal so, warum sollten denn alle Leute die beste Waffe spielen dürfen, aber ich darf sie dann nicht spielen, weil ich YouTuber bin? So, wisst ihr, was ich meine? Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Es ist ja so, ich bin ja selber ein ganz normaler Spieler, der dieses Spiel spielen möchte. Und da finde ich sehr lustig, dass die Leute dann kommentieren, ja, also bitte spiel eine andere Waffe, du bist ein LMG-Noob. Dann denke ich mir so, okay, dann spiel du auch das LMG und mach's besser. Das ist ja so der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, Bro, ich bin Marcel Scorpion und ich bin ein Tryhard und ich werde immer versuchen, das ist doch das, wonach mein ganzes Leben ausgerichtet ist, aus den Mitteln, die ich habe, das Beste rauszuholen. Und die Mittel, die ich habe, sind nun mal die 14 Waffen, die es in diesem Spiel gibt, oder was weiß ich, wie viele das sind. Und eine von denen ist nun mal jetzt gerade für mich die beste. Es gibt aber auch andere gute Waffen, wie die Vapor zum Beispiel, da werdet ihr auch Gameplays mitsehen und so. Es geht mir einfach jetzt speziell darum, dass ich diese Art und Weise, wieso habe ich den Gegner nicht gesehen, bin ich blind, die Art und Weise, dass ich diese Kommentare einfach so ultra weird finde. Ich meine, letztendlich,
versuche ich für euch das Beste zu machen, die coolsten Gameplays jeden Tag hochzuladen und so weiter und so fort. Im Übrigen, Digga, der Typ hat ja auch richtig noch geschwitzt. Er wollte jetzt auf jeden Fall nicht aufgeben, der Dude. Wie gesagt, das Gameplay ist sehr alt schon. Und dann habe ich eben die Titan für mich entdeckt. Und die Titan ist jetzt halt oft in den Lobbys zu sehen. Und das ist aber auch klar, weil die AN94 war auch in den Lobbys oft zu sehen und die Scar auch. Und dieses Argument, du hast COD zerstört, das hängt mir aus dem... Also es belustigt mich so krass, weil du kannst es doch auch benutzen. Wenn du gegen mich spielst, benutze es doch auch und wir gucken dann am Ende sozusagen. Du, vielleicht besiegst du mich ja sogar damit, aber dann liegt es an dir und nicht an deiner Waffe. Naja, das ist aber so ein Gedanke und das ist halt, was mir am wichtigsten war in diesem Video jetzt zu sagen, ist halt wirklich dieser Gedanke mit, Alter, Marcello, ja, du spielst schon immer die besten Sachen. Und das ist den Leuten auch klar, weil jeder sollte... Wer spielt denn nicht die besten Sachen? Wieso sollte ich denn was Schlechtes spielen? Außer natürlich, ich will eine Camo leveln oder ich will eine Waffe leveln oder eine Waffe prestigen oder generell leveln. Ja, dann kann man natürlich mal was anderes spielen, aber ansonsten kann man auch die stärkste Waffe spielen. Das ist so, das ist mein Argument einfach. Und wie gesagt, ich freue mich sogar eher über diese Kommentare gerade. Einfach aus dem Grund, weil sie... Ich habe da mit Anton gestern im Stream drüber geredet, habe ich ihm lustigerweise noch gefragt, weißt du noch, wo ein Hate-Comment war, hör mal auf, AN94 zu spielen. Er so, ja Mann, das war die beste Zeit. Und deswegen fühle ich mich jetzt ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt, Freunde. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl, weil ich muss sagen, ich glaube, ihr merkt es und ich muss es keinem erzählen. Black Ops 4 ist ein so ultra, ultra geiles Spiel. Es macht mir so unglaublich viel Spaß. Es ist einfach schön jeden Tag. Ich habe heute mir mal Stream frei gegönnt. Einfach weil die letzten Tage so krass war und ich die letzten Tage echt übertrieben habe. Man darf den Spaß nicht verlieren. Im Übrigen hier, Jungs, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss hier die. So, jetzt muss ich hier mal live im Video aufs nächste Gameplay switchen. Was war denn das jetzt für ein Score eigentlich, Marcel? Was war denn das für ein Score? Okay, dann gucken wir uns mal die Szene an und gucken wir nochmal, was für ein Score war. Auf jeden Fall... Wie gesagt, etwas merkwürdig, das Video so zu machen. Das ist auch eigentlich nicht meine Art, dass ich jetzt hier irgendwie das Ganze so mache. Aber dann muss ich es wenigstens nicht rendern und kann es schneller hochladen. Und ja, ich habe jetzt den Score nicht gesehen. Das kann ja wohl nicht sein. Wo ist denn der scheiß Score gewesen, mein Gott? Ich gucke jetzt nach. War wahrscheinlich irgendwie so, weiß ich nicht, Digga. So wie ich mich kenne, habe ich sofort... Ah, 34:7, okay, 34:7. Jetzt kommt meine... Warte, ich muss kurz den Sound wahrscheinlich einstellen. Ah, nee, ist schon. Das ist jetzt meine derzeitige, also von der Optik her, meine Lieblingsmap, und zwar die Map Icebreaker. Die gefällt mir einfach extrem gut. Warte mal, nein. Habe ich jetzt hier echt die Maddox gespielt? Ich habe safe auf die Titan noch gewechselt. Wenn schon, ist es meine erste Runde mit der Maddox gewesen. Wie gesagt, das war, glaube ich, noch im 0. Prestige. Jetzt bin ich schon fast im 3. Naja, also die Sucht ist auf jeden Fall real, Freunde. Gut, was ich auf jeden Fall sagen wollte ist, jetzt ist ja richtig fail, jetzt habe ich eine andere Waffe benutzt in diesem Video. Verdammt, ich habe das gar nicht geplant. Naja, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, für mich ein ultra schönes Gefühl, diese Kommentare zu lesen, weil es eben wirklich mal wieder ums Game geht, verdammte Scheiße. Ja, ich habe gerade Level 2 erreicht mit der Maddox, aber ich wechsle 100% noch auf die Titan in diesem Gameplay. Wenn nicht, dann bin ich echt enttäuscht von mir. Und ich wollte halt einfach sagen... Ich weiß, es wird einfach ein so ultra geiles Jahr, um jetzt mal ein bisschen die Negativität hier rauszuholen. Es wird ein ultra geiles Jahr und die Titan wird eh in 2-3 Tagen gepatcht und danach ist sie eine Müllwaffe. Es ist halt einfach so, es ist traurig, aber es wird passieren. Und dann ist, sagen wir mal, auf einmal die Vapor die beste Waffe, weil sie einen Buff bekommt. Und oder es könnte die Saug sein. Ja, und dann werde ich die Saug hochladen. Und dann werden die Leute sagen, wegen dir spielt jeder Saug. Und ich finde das krass, weil die Leute mir dieses Ultra-Vertrauen entgegenbringen, dass sie denken, dass jeder COD-Spieler in Deutschland meine Videos schaut. Es ist aber nicht so. Die Spielerzahlen überschreiten meine Video-Views um Längen. Und wie gesagt, es ist wirklich... Ich meine, ihr merkt, es ist kein Rechtfertigungsvideo, weil rechtfertigen muss man sich sowieso nicht dafür, dass man einfach eine Waffe benutzt, die halt im Spiel drin ist. Aber ich finde es halt so ultra lustig einfach, dass wir das Comeback dieser Kommentare feiern können. Und ich möchte, dass alle, die bis hierhin gucken, in die Kommentare schreiben, warum spielst du die Titan, du Noob? Das sollen alle in die Kommentare schreiben, weil ich einfach sehen will, wie viele Kommentare wir schaffen. Und wie gesagt, hier Level 50 habe ich da erreicht. Guck mal, das ist ja süß, ne? Das war ja noch Zeiten, das ist ja schon ewig her. Und ja, habe ich den geholt, sauber. Und den hole ich nicht mehr, schade. Auf jeden Fall, ich bin ultra, ultra happy, dass wir BO4 bekommen haben. Nach Orbi sieht es halt leider wirklich nicht mehr aus. Ich habe da neulich drüber gesprochen im Video. Es ist natürlich sehr, sehr schade. Morgen kommt übrigens ein Video, da haben wir zu dritt 200 Kills gemacht auf Slums, natürlich mit der Titan, damit ich euch schon mal vorwarnen kann, ultra Action, es hat ultra Spaß gemacht und an alle Leute, die jetzt wirklich meckern, also die wirklich das Gefühl haben, ihnen wird Unrecht getan, dass ich eine Waffe, die in einem Spiel, das ich sehr gerne spiele, die sich wahrscheinlich gefreut haben, dass ich wieder COD mache, die sich trotzdem auf den, wie man schön Marcel Allmann mäßig sagt, auf den Schlips getreten fühlen, weil ich eine Waffe benutze, Leute. Nehmt die Waffe selber, wenn ihr mit mir in die Lobby kommt. Spielt sie gegen mich
Also bitte geht, also okay, ich sag's mal anders. Spielt die Waffe selber, wenn ihr mir in die Lobby kommt und seht, es ist eine gute Lobby, wäre es natürlich auf korrekter Basis, wenn ihr mich nicht abfacken würdet. Und abfacken heißt generell drin bleiben, weil ihr seid eh alle gut. Ich kenne euch Leute, ihr seid alle kleine Stinge, ihr seid alle gut. Deswegen, Lobbys, ich gehe auch raus, wenn ein Triad in der Lobby ist. Das habe ich euch ja schon vor Jahren erklärt, dass ich keinem Triad die Lobby wegnehme. Einfach weil ich das, es ist für mich ein Ehrenkodex-Geschichte. Aber ich weiß, es sehen viele anders. Viele sagen, wieso soll ich eh irgendwem die Lobby lassen? Aber ich bin halt einfach ein bisschen anders, was das angeht. Und das ist halt das, was mich halt auch ausmacht. So, und Tryhard Marcel zu dem Scorpion ist zurück. Ich hoffe, den meisten von euch gefällt es. Ja, das ist natürlich wichtig. Aber lustig, dass ich jetzt echt hier die Maddox spiele. Es ist wirklich sehr, 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 sehr unerwartet, muss ich sagen. Ja, Freunde, ich glaube, wir gucken uns das Gameplay jetzt. Ich war eigentlich gar nicht geplant, dass es so lang wird, das Video. Aber ich würde sagen, dann gucken wir uns das Gameplay jetzt einfach nochmal zu Ende an. Ich meine, kann ja auch nicht sein, dass ich jetzt hier einfach mittendrin das Video beende. Das wäre ja auch merkwürdig. Deswegen schauen wir uns einfach zu Ende an. Lassen die letzten Tage nochmal ein bisschen Revue passieren, weil. Ach, bitte, wie viel hole ich? Ah, nur einen, schade. Es ist wirklich nice. Ich, ach Leute, allein wenn ich gestern im Stream zurückdenke, wie viele Zuschauer das einfach waren. Den Tag davor hat Monte mich gehostet, da waren es kurzzeitig 20.000 Zuschauer. Gestern waren es aus eigener Kraft über 4.000, was ultra krass ist, Leute. Das Streaming die letzten Monate hat sich hier ausgezahlt. Wir sind mittlerweile bei 1.500 Subscriber auf Twitch, was eine ultra krasse Zahl ist. Also wirklich der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vor einem Monat habe ich noch hochgeladen, Scorpion Place ist tot. Und wenn ihr euch jetzt mal umschaut, dann sieht es wieder aus wie früher. Und ich glaube, das Ganze habe ich nicht nur COD zu verdanken, weil auch die letzten Fortnite-Videos gingen besser ab. Ich glaube einfach, ihr habt erkannt, dass ich wieder da bin und dass es mir wieder Spaß macht. Das ist einfach ein geiles Gefühl so. Und deswegen lasst uns doch einfach mit Positivität weitergehen, anstatt uns darüber aufzuregen, dass ich eine fucking Waffe spiele, die in diesem Spiel einfach integriert wurde. Und dieses Danke, dass jetzt jeder LMG spielt. Ich frage mich auch immer, wie das psychologisch abläuft. Ja, die Leute, die haben wahrscheinlich dann gerade aufs Maul bekommen und das Erste, was sie machen, ist natürlich einen anderen Schuldigen suchen als sich selbst, ne? Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der im Stream öfter sagt, oh mein Gott, ich bin der schlechteste Spieler der Welt als ich. Ich glaube, man sollte anfangen, bei sich selbst erstmal nach Fehlern zu suchen und danach vielleicht bei der Titan, der Gegner. Und dann, der dritte Schritt ist dann noch zu Marcel zu gehen, zu kommentieren. Aber das ist natürlich sowieso eine Sache, die ich, wie gesagt, nie verstanden habe. Aber sonst natürlich alles eine ultra positive Zeit, die wir hier gerade zusammen durchleben. Und ich freue mich so krass auf die nächste Zeit. Ist auch ein kleiner Grund, warum ich das Video jetzt noch rausgehauen habe. Es war zum einen, dass ich die 3, 4 Kommentare gelesen habe und zum anderen, und das ist jetzt der wirklich große Teil, war es die Lust, heute ein Video hochzuladen, tatsächlich. Und das ist ein Gefühl, was mich wirklich sehr, sehr erfreut und was mich glücklich macht. Und deswegen würde ich sagen, ja, wie viele Kills haben wir? 55? Ja, würde ich sagen, ist noch gar nicht an der Zeit hier. Ist noch gar nicht an der Zeit, das Video zu beenden. Das Video geht wahrscheinlich erst um 23 Uhr oder so online. Oder nee, 22 Uhr wahrscheinlich. Aber ihr könnt es euch, vielleicht guckt es ja auch am nächsten Morgen. Kann auch gut sein. Aber wie gesagt, ich habe ultra Spaß daran, einfach wieder zu kommentieren und einfach wieder Gameplays zu erspielen und was weiß ich. Und jetzt, wo man sich auch noch umbenennen kann im PSN, da ist sowieso. Da wird sowieso die nächsten Tage was Nice auf euch zukommen, Freunde. Ja, ich liebe Black Ops 4 wirklich krass. Und die Tryhard-Bewegung wird natürlich fortgeführt und alle, die es nicht abkönnen. Tryhard doch einfach selber, Mann. Ohne Scheiß. Es ist halt einfach lustig. Wie viel machen die? Oh, wie viel? Oh, 5 Stück? Nice. Gute Heldsom. Heldsom ist eine nice Streak im Übrigen. Ich habe bis jetzt, was auch das Tryhard-Movement so ein bisschen ausmacht, ist vielleicht habt ihr es gemerkt, ich spiele eigentlich die ganze Zeit nur Drohne, Konterdrohne. Ich habe noch nie irgendeinen Heli eingepackt, außer den, den man am Anfang bei einem Prestige drin hatte, habe ich immer sofort rausgenommen, weil ich wieder die ganze Zeit auf Nuke schwitze. Wir haben jetzt mittlerweile eine 2,7er KD, richtig nice. Und es läuft einfach gut und es macht einfach extrem Spaß und diese Hunde sind einfach so übertrieben, Mann. Das war es wieder komplett, Alter. Schön, den holen wir noch, oder? Jawohl, sehr gut. 66 Kills haben wir. Das ist auch immer so, am ersten Tag waren die TDMs immer so mega knapp. Seitdem habe ich aber fast gar kein TDM mehr gespielt, sondern die meiste Zeit einfach Stellung oder Herrschaft halt und die meiste Zeit auch fast nur auf Slums, weil wir tryharden halt wirklich krass. Also es ist nicht so irgendwie, wir spielen mal so ein bisschen im Livestream, wir spielen so ein bisschen Just for Fun, sondern wir suchen gezielt Lobbys, um die dann zu zerstören. So, das ist halt das, was ich früher gemacht habe, das ist das, was ich jetzt mache, das ist das, was ich liebe. Jetzt habe ich euch auch eine 4er KD gerade. Ich weiß noch gar nicht, was der Endscore hier sein wird. Wir werden auf jeden Fall gleich mal schauen, was der Endscore ist. Jetzt sind es auch nicht mehr viele Kills. Ja, schön hier aus der Headglitch-Position rausgeholt, den Gegner. Ist eine schöne offene Map. Ich glaube, wenn du hier eine AC-130 oder so erspielst, dann ist es komplett crazy. Ich glaube, das ist mega, mega krass. Also müsste eigentlich ziemlich heftig abgehen. Aim war gerade mal ganz kurz nicht mehr an meiner Hand. Den Kill holen wir, haben hier einen Score von 40 zu 9, also 40 Kills im TDM, auf jeden Fall eine nice Runde. Ja, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, wenn ihr nicht schon den Kommentar, den ich mir von euch gewünscht habe, geschrieben habt. Ich würde sagen, danke fürs Zuhören, für dieses nachkommentierte Video, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.